Hallo und einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal in meinem Alltag jetzt mit Baby. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ich habe den kleinen Mann gerade gestillt und er ist jetzt gerade auf mir eingeschlafen. Wir werden aber gleich versuchen abzulegen, damit ich mal einen Kaffee trinken kann und ja, mich ein bisschen fertig machen kann, weil wir nämlich dann gleich mit dem Hund raus müssen. Oh. Guten Morgen, Pamu. Guten Morgen. Willst du noch nicht aufstehen? Nein? Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich gerade den Wickelplatz vorbereitet. Ich habe frisches Wasser aufgefüllt und habe schon mal die Sachen raus, die ich heute anziehen möchte. Und ja, ich werde mich danach, nachdem wir mit dem Hund draußen waren, ein bisschen fertig machen, ein bisschen schminken und die Haare ein bisschen machen. Denn ich möchte heute das Geburtsberichtsvideo drehen. Ich nehme mir das jetzt schon seit 2 Wochen vor, aber jedes Mal kommt irgendwas dazwischen. Unsere Nacht war wie immer eigentlich super. Arian schläft vermehrt jetzt erst 4 Stunden, dann 3 Stunden und dann ungefähr 2,5 Stunden oder halt nochmal 3, je nachdem. Und ja, reicht mir völlig. ist okay für mich. Und genau. Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe einfach eine Leggings an und ein Pullover. Irgendwas Schlichtes, damit ich jetzt gleich dreckig werden kann, wenn ich mit Pam rausgehe. Was ich aber gerade eben noch erzählen wollte, was ich vorhin vergessen habe. Und zwar, Arian ist gerade aus seinem ersten Sprung raus. Das heißt, mein Morgen ist ein bisschen entspannter. Ich kann ja, was essen, ich kann Kaffee trinken, ich kann mich in Ruhe fertig machen. Das habe ich die letzten Tage nicht geschafft. Also er war wirklich sehr quengelig. Er war am ersten Sprung quasi. Also ich glaube, der hatte was mit Sinneswahrnehmung zu tun. Also er kann jetzt auch ganz schön viele Sachen schon für 1,5 Monate fast. Und ja, ich bin also super froh, dass sich das jetzt wieder eingepegelt hat und ich jetzt Zeit habe, in Ruhe mich fertig zu machen. Beziehungsweise schminken werde ich mich jetzt noch nicht, aber wenigstens was Ordentliches anzuziehen und was zu trinken und was zu essen. Genau. Ich werde euch dann, wie gesagt, den Tag heute noch mitnehmen und wir haben heute noch einiges auf dem Plan, also ich zumindestens. Ich muss heute noch ein bisschen Haushalt machen und wir müssen noch in DM fahren. Genau. Das war es auch schon. Also, ja, aber wenn man ein kleines Baby hat, dann weiß, glaube ich, jeder, dass das alles ein bisschen anstrengend werden kann, je nachdem, in welcher Verfassung er ist. Pamu, sitz. Und los. Das ist jetzt gerade mal wieder typisch. Der Kleine schläft noch und ich warte und warte und warte, anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich habe gerade schon eine Banane gegessen. Ich kann so früh noch nicht so viel essen. Aber das kennt bestimmt jede Mutti, wenn man eigentlich die Zeit hat und dann trotzdem einfach nur wartet, bis das Kind aufwacht. Schrecklich. Aber ich kann euch in der Zeit mal ein Bauchupdate geben. Ich muss dazu sagen, ich bin mit, ich glaube, 68 Kilo in die Schwangerschaft gestartet und
ja, 2-3 Tage, nee, 2 Tage nach Geburt, habe ich mich am Abend mal gewogen, einfach rein interessenshalber, und da hatte ich 65, also tut mir leid an alle anderen Frauen. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, also warum ich jetzt immer so wenig wiege. Ich habe wirklich weniger als mein Startgewicht. Ich bin natürlich total dankbar dafür, aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, ich habe jetzt auch kontinuierlich abgenommen noch, aber das liegt daran, dass ich nichts gegessen habe, also nicht genug gegessen habe dafür, dass ich stille, und Aria nimmt dafür sehr, 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 sehr gut zu, aber ich halt leider nicht. Das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder eingepegelt, also ich esse jetzt ein bisschen mehr, oder ich achte darauf, dass ich viele Sachen mit vielen Kalorien esse, damit halt ja, mein Kalorienbedarf gedeckt ist, weil ich habe, glaube ich, jetzt einen von 3000 Kilokalorien pro Tag, glaube ich. 2800? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich zu wenig gegessen und habe dadurch ganz viel abgenommen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Also der Körper nimmt sich ja dann die Stoffe, die er braucht. Und dann fängt es bei mir irgendwann mit Haarausfall an oder mit brüchigen Nägeln oder was weiß ich, was man da alles noch kriegen kann, wenn der Körper da so ein bisschen versagt. Ich gebe euch jetzt trotzdem mal ein Bauchupdate. Also so sieht es mit Hose aus. Und so sieht es ohne Hose aus. Ich strecke mal raus. Genau. Also das hier ist halt einfach noch ein bisschen Haut. Aber das ist halt, also darunter sind halt auch schon meine Muskeln. ich habe tatsächlich nicht viel Bauch behalten. Und ja, ich passe auch. Habe auch sofort in all meine Hosen gepasst. Also auch in meine Jeanshosen und so. Meine Hüfte hat sich da jetzt auch nicht viel verändert. Ich meine, ich habe eine breite Hüfte schon gehabt, aber ansonsten hat sich da nichts mehr getan. Ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, aber ich wollte an dieser Stelle nur sagen, dass das halt absolut nicht selbstverständlich ist und dass man sich da auch nicht irgendwie fertig machen braucht, wenn es halt nicht so ist. Also ich habe jetzt auch nicht sofort an Sport oder so gedacht. Also das kommt für mich gar nicht in Frage. Klar, so ein bisschen Muskelaufbau kann man ja schon immer wieder ein bisschen machen, aber ja. Man soll jetzt nicht erwarten, dass man in der Stillzeit abnimmt oder so. Das ist genau der falsche Weg. Aber naja, gut. Kurze Storytime hier von mir. Ich warte ja immer noch. So, Hallöchen von mir nochmal. Ich warte immer noch, aber nicht mehr lange. Ich muss ihn, denke ich, jetzt wecken, weil der Pam mich schon ganz schön nervt. Ich glaube, der muss ganz dringend raus. Und bevor ich ihn noch angezogen habe und so, vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben es jetzt übrigens, glaube ich, kurz nach 9. Ich blende ja hier unten immer so eine Uhrzeit ein. Da werdet ihr das sehen. Was ich aber noch kurz zum Thema davor sagen wollte. Ich habe auch nicht viel in der Schwangerschaft zugenommen. Also ich habe jetzt nicht 20 Kilo zugenommen, weil ich glaube, die hätte ich jetzt nicht runter. Das wär ja abnormal, wirklich. Ich habe 10 Kilo, 11 Kilo ungefähr zugenommen. Genau, also bis zur Geburt. Ich habe mich vor der Geburt nicht nochmal gewogen, aber ich glaube, eine Woche davor hatte ich die so 10, irgendwas. Genau, also ist es wahrscheinlich auch ein bisschen realistischer zu sagen, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Gewicht verloren habe. Arian kam mit 3570 Gramm, dann noch das ganze Fruchtwasser, dann Plazenta, genau, sowas ist da ja auch noch ein bisschen drin, sage ich mal. Also das macht es wahrscheinlich ein bisschen realistischer, nicht, dass sich jetzt hier jemand schlecht fühlt. 20 Kilo hätte ich auch nicht runter gehabt tatsächlich. Genau. Gut, ich werde jetzt mein Kind wecken gehen. Und dann weiß ich eigentlich schon, wie der restliche Tag wird, wenn ich ihn jetzt wecken muss. Wenn ich ihn jetzt so aus dem Schlaf reißen muss. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Also da lassen wäre gar keine Option. Guten Morgen. Tut mir leid, dass ich dich wecken muss. Es tut mir leid. Wir müssen aber raus. Der Kamu muss Gassi. Der Pamu muss Gassi. Hi. Du musst mal ein bisschen locker lassen. Lass mal locker. Na? Ja.
wollte ich nicht wecken. Ja, schau mal. Was sagst du? Trage oder Kinderwagen? Hm? Trage oder Kinderwagen? Das ist dir relativ egal, hm? Jetzt zieht die Mami sich noch an, dann kriegst du noch ein Mützchen und dann war's das. Ja. So, Henning. Und angezogen. Hallo. Na, hi. Na, hi. Au, meine Haare. Wollen wir einen Spielbogen holen? Hm? Wollen wir den Spielbogen holen? Ja. Wollen wir den Spielbogen holen? Arian liegt jetzt ein bisschen unterm Spielbogen. Beschäftigt sich ein bisschen alleine und ich werde mir jetzt was zu essen machen. Ich musste Arian jetzt in die Trage packen. Ist auch am Einschlafen, weil er hat sich einfach absolut nicht beruhigt bekommen. Naja, so ist das halt, ne? Ja, er ist halt einfach irgendwie übermüdet gewesen jetzt und hat halt nicht in den Schlaf gefunden, beziehungsweise ist halt ständig wieder aufgewacht. Naja, ich habe es wenigstens geschafft, mich fertig zu machen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Aber das war's auch, also Haushalt habe ich noch nicht viel geschafft, aber dann bleibt es halt liegen. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Hallöchen. Jetzt mal ein bisschen Real Life, Leute. Wie ihr seht, ich habe extrem geweint. Und zwar war ich gerade komplett überfordert. Wie ihr seht, ich stille gerade. Und ja, ich hatte Arian in der Babytrage und er hat auch super geschlafen. Alles war gut. Ich konnte mich hinlegen und konnte ein bisschen Fernsehen schauen. Also mit der Trage, das ging. Und dann ist er aufgewacht und hat fürchterlich angefangen mit Weinen. Und hat einfach 20 Minuten durchgeschrien. Ich kann nicht mehr. Also jetzt geht's wieder, aber... Er hat einfach sich so in Rage geschrien und das Problem war, er hatte Hunger, aber er konnte, dadurch, dass er so geschrien hat, ich konnte ihn nicht anlegen. Boah, ich war gerade echt kurz am Verzweifeln. Also normalerweise bringt mich nicht so schnell aus der Fassung, aber das war gerade schon heftig, weil ich ihm einfach nicht helfen konnte. Also Real Life, es ist nicht immer alles toll, aber ich glaube, das sieht man auch in meinem Video. Also ich habe ja heute einiges gefilmt, also heute war kein so leichter Tag für mich. Ich habe heute früh noch schön rumposaunt, ne, dass mein Baby schläft und dass ich ja die Zeit nutzen könnte. Ich hätte sie nutzen sollen. Ich bin heute absolut zu nichts gekommen. Ja, mein Make-up habe ich jetzt auch zerstört. Aber egal, das ist ja nicht das Wichtigste. Ich habe zumindest welche abgehangen. Das habe ich geschafft. Ich werde auch nachher noch in den DM fahren, aber ich glaube, ich warte, bis mein Freund zu Hause ist. Und dann werde ich einfach losfahren. Also ohne Baby. Das geht schneller. Da bin ich in 10 Minuten wieder da. Genau, also... Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Oh, Hallöchen aus dem Auto. Oh Gott, es ist dunkel. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe mich gerade noch ein bisschen hier abgeschminkt, dass ich nicht ganz so fertig aussehe. Mein Freund sitzt zu Hause und hat den Kleinen jetzt übernommen. Ich fahre jetzt ganz schnell in den DM und hole was ab. Und war auch gerade schon Gassi und dann ja, chill ich heute noch eine Runde.
nochmal zu dem Thema vorhin. Also nicht jeder Tag ist wie der andere. Ich habe echt gedacht, dass heute ein guter Tag wird. Aber ich habe auch heute früh gesagt, ich musste ihn wecken. Und habe da schon prophezeit, dass es ein scheiß Tag wird, sag ich mal. Ja, so schlimm war es heute tatsächlich nicht. Also ich bin gut mit dem klargekommen, aber ich bin halt auf der Strecke geblieben. Ich habe halt auch so wenig gegessen und so wenig getrunken. Aber das werde ich jetzt gleich alles nachholen, wenn ich wieder zu Hause bin. Arian wird gegen Abend nämlich ruhiger. Also für mich ist das eigentlich immer blöd, weil mein Freund glaubt mir immer nicht, wie anstrengend er am Tag ist, weil er jetzt wieder schläft. Ich habe ihn gestillt und jetzt schläft er einfach wieder. Er ist auf meiner Brust eingeschlafen. Und das ist halt tatsächlich erst immer am Nachmittag so. Genau, frühs, mittags ist er immer recht aktiv. Und wenn man dann die Zeit verpasst, wo er eigentlich schlafen könnte, dann war es das quasi. Und heute war das leider so. Aber ja, wie gesagt, nicht jeder Tag ist wie der andere. Morgen wird es wieder ganz anders aussehen. Und ja, ich freue mich auch schon die Nacht, weil da weiß ich, dass er einfach ruhig schläft und ja, genau, wir da keine Problemchen zumindest haben. Ich zeige euch gleich noch, was ich im DM gekauft habe. Seht ihr schon, einmal Windeln. Ich habe nur gerade meinen kleinen Knirps wieder. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, ja, genau. Er ist leider immer noch nicht so gut drauf. Ich habe jetzt erstmal... Ich habe ihm jetzt erstmal ein Kirschkernkissen noch warm gemacht. Genau, also wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe Windeln gekauft. Ich benutze jetzt tagsüber die Windeln von Babylove, weil die Pampers für mich, also ich finde sie jetzt nicht so gut bei Arian, bin ich ehrlich. Also der läuft trotzdem aus, trotz dass es Pampers sind. Und das schon nach 2 Stunden, weil er einfach sehr, 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 sehr viel pinkelt. Und deswegen kaufe ich lieber ein paar günstigere, weil ich ja eh öfter wickeln muss, genau. So, und dann habe ich noch ein bisschen Kleinkrams bestellt. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Zum einen habe ich diese Aufbewahrungsbecher von Philips Avent gekauft, weil ich jetzt Muttermilch einfriere immer. Ich habe so Milchauffangschalen, weil ich sehr, sehr viel Milch produziere. Und da kriege ich bestimmt am Tag so 100, 120 Milliliter zusammen. Einfach nur durch die Auffangschalen, nicht durch Abpumpen oder Ausstreichen. Einfach was nebenbei quasi rausläuft beim Stillen aus der anderen Brust. Genau. Deswegen habe ich mir jetzt mal die bestellt, weil die Muttermilchbeutel waren mir einfach zu umständlich. Das kann ich viel, viel besser portionieren. Und auch wenn Manuel das mal geben sollte, dann kann er das einfach in dem Flaschenwärmer erwärmen, genau. Ohne die Muttermilch vorher irgendwie krass auftauen zu lassen und so. Dann meine geliebte Nachtcreme, die wird langsam leer. Ein Rasierschaum für meinen Freund. Und diese Augenentferner-Pads, die habe ich auch immer total gerne. Die sind jetzt auch leer geworden. Genau. Und ich würde jetzt auch sagen, ich beende den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen sehr realistischen Einblick in meinen Alltag, den ich gerade habe, bekommen. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich als Mutti, muss ich sagen. Also klar, manche Tage sind anstrengend, aber dafür sind andere Tage unbezahlbar mit voller schöner Momente. Und ich genieße es einfach, die Zeit mit meinem kleinen Knirps. Ja, natürlich wünsche ich mir manchmal, dass mein Freund zu Hause wäre und einfach mich mal unterstützen könnte. Aber ich schaffe das auch ganz gut alleine. Also er kommt natürlich dann auch irgendwann von der Arbeit, aber er geht von 7 bis 16 auf Arbeit und dazwischen bin ich halt alleine, muss alleine klarkommen. Ohne Hund wäre es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, aber ich habe nun mal einen Hund und ich habe es mir auch so ausgesucht, also ist das halt nun mal so. Genau. Ja, ansonsten geht heute bei uns nichts mehr. Arian wird gegen 20 Uhr, 21 Uhr Bett fertig gemacht, also wenn wir dann auch ins Bett gehen, also wir gehen 22 Uhr dann schlafen, genau, dann wird er Bett fertig gemacht. Ich gehe heute noch mit ihm zusammen duschen und ansonsten, ja, geht wie gesagt nichts mehr. Ich werde jetzt gleich noch meinen Haushalt machen und kochen und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ja, ich drehe jetzt bald noch den Geburtsbericht für euch.
Und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare stellen. Also wenn ich explizit irgendwas beantworten soll oder so, dann stellt das gerne mal unter dem Video hier in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Oder ein Abo. Oder beides. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!